Jo, herzlich willkommen zurück. Wir machen jetzt den Invader im PC. Und dann das Fischerdorf. Dafür müssen wir zur unterirdischen Leichenkammer gedönt, bedient. Dort befindet sich ein Invader im PC, sagen wir mal so, der das Spiel etwas schwer macht. Ein sehr starker Jäger, an sich auch, aber keiner. Sind ein Fluch und ein Fluch ist eine Fessel. Nur ihr seid die wahren Klingen der Kirche. So. Ich glaube, wir können ihn jetzt schon töten. Wir haben ja den Zellenschlüssel. Hört ihr das? Fürchtet das Läuten der Glocke. Denn nur der Tod wartet auf törichte, neugierige Augen. Und die Assassinen der Kirche sind nie weit. Ja, wir haben Maria getötet, deswegen, sagte das. Ich glaube, hier ist ein NPC drin. Da! Koste von deiner eigenen Medizin. Es war nicht die Repetierpistole, aber. Boah, meine Fresse. Wie die. Die ist so schlimm. Hier war doch noch eine zur Tür. Da. Hier war nichts mehr, hier war nichts mehr. War hier irgendwas bei den Typen? Nein, ne? Oder war der hier? Nö. Ja, wir haben jetzt den Kirchenhammer. Die Kirchenhacke. Was eine starke Waffe ist, glaube ich. Keine Ahnung. Ich habe die nie genutzt. Aber ich glaube, die skaliert mit Stärke, soweit ich weiß. Könnt ihr nutzen in euren Wands, wenn ihr Lust habt. Aber ich muss ja jetzt bei den besten Dingen bleiben. Aber ich werde eh hauptsächlich nur noch parieren. Weil jetzt lohnt sich nicht mehr zu kämpfen, wirklich. Wenn ihr das Raikuyu haben wollt, die Waffe, die Maria genutzt hat, dann. Fische, Fische, Fischi. Machen wir überhaupt Schaden? Ja. Wenn ihr das Raikuyo haben wollt, so. Dann geht in den Fischerdorf, in den Brunnen hinein. Und tötet dort diese riesige Gegner. Habe ich erwähnt, dass die Fitbox von Peitschenwaffen mich übelst verwirrt?
Blutstein Stufe 6. Ich glaube, das ist die Trophäe oder ist Blutstein Stufe 7 oder 8 eigentlich die Trophäe? Ja, die lösen sich hier auf. Fun Fact über die Fische, also diese Gegner hier, die basieren auf H.P. Lovecrafts Buch Das Fischerdorf. Der Gegner will uns nur locken. Ich liebe Gegner, die Feuerbomben werfen. Boah, die KI ist so geil von denen. Ich liebe es. Der letzte Hit macht mehr Schaden als der erste. Den müssen wir töten, der sprintet auf uns zu. Aber nicht. Hä? Was wird denn das? Diese Köpfe einfach, ne? Heilen wir uns mal ganz kurz. Habe ich aber auch nur gemacht, damit wir der da ist drauf programmiert, uns eigentlich zu den Gegner zu locken, der da sich hinten befindet. Deswegen hält er sich so weit fern von uns. Wie ihr seht, weil er greift uns nicht an. Egal wie weit wir jetzt weggehen, der wird immer sich von uns fernhalten. Ah, du hast also meine Seelen, okay. So. Greif an. Oh, du bist der Hollow aus Dark Souls 1. Cool. Vom Moveset. Schön, das zu wissen. Wenn ihr euch fragt, was ich damit meine, immer eigentlich, dass sie die Hollows aus Dark Souls... aus Dark Souls 1 sind. Ich beziehe mich darauf, dass die Gegner ich glaube, das war's. Es gibt, glaube ich, keinen Gegner mehr, der Fiolen wirft. Lustig, habt ihr verstanden? Zwischen den Ölkanisten ist ein Ölkanist.
großartiges Wissen. Eines Weisen. Also nicht von mir. Bam. Das Haus dürft ihr niemals vergessen. Hier ist, glaube ich... Ich erinnere mich immer hier, dass ein Gegner ist irgendwo. Ich glaube aber, der befindet sich dort. Und der ist unten. Nein, 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 Habt ihr das gerade gesehen? Ich wollte sogar eine Feuerbombe werfen gerade. Dann ist mir aber aufgefallen, dass da Blitzpapier ist. Haben wir wirklich... Wir haben gerade eine Feuerbombe geworfen. Da fuck. Was ist hier fast... Was? Also wir haben einfach Molotow geworfen, obwohl wir das nicht hätte machen können. Hä? Ich schwöre... Ich spiele das auf meiner PlayStation. Ich weiß nicht, ob das ein Bug ist oder sowas. Aber irgendwie hat er jetzt gerade einen Molotow geworfen. Und ich verstehe jetzt nicht, warum. Weil... Ah, da kommen die geilen Hunde. Brüll, brüll, brüll. So, da kommt jetzt noch einer. Aber da ist noch einer. Das meine ich. So. Problem ist jetzt, ich weiß nicht wo, aber da oben ist jetzt ein sehr starker Gegner. Der könnte uns jetzt one-hitten. Erschrocken. Alter. Was ist los mit dir? Sag etwas. Oh. Ich fürchte, ich habe alles verpfuscht. Ich kann die Glocke hören. Jetzt wird mich der Bestienhaut-Assassine holen. Wieder und wieder. Es hört nie auf. Bitte, ihr müsst etwas für mich tun. Das Dorf ist das wahre Geheimnis. Es bezeugt die alten Sünden. Es nährt den Albtraum dieses Jägers. Bitte, macht dem Schrecken ein Ende. Unsere Vorfahren haben also gesündigt. Wir Jäger können ihre Last nicht auf ewig tragen. Es ist nicht fair. Es ist einfach nicht fair.
Man könnte diese Aussage jetzt eigentlich auf so viele Dinge beziehen. In der heutigen Zeit auch. Mit Vorfahren sündigen und wir können nicht ihre Last tragen und so weiter und so fort. Nur weil... Ja, aber ich lasse euch die Interpretation frei selbst einfach da. Man kann da eigentlich sehr viel in dieser Aussage hineininterpretieren. Aber ich sag dazu einfach nichts so. Weil ich habe keine Meinung und ihr... Habt eine Meinung und ich bilde nicht eure Meinung. Ihr sollt eure Meinung selbst bilden. Ich wollte eigentlich Dingens kaufen. Dann kaufen wir Münzen. Entschuldigung. Wir haben immer noch nicht Burgenworth weitergemacht, fällt mir gerade ein. Ach ja, in Fischerdorf, da in diesem Brunnen, wo wir waren... Wenn ihr da runter geht, dann könnt ihr Marias Waffe finden. Habe ich, glaube ich, schon gesagt, aber egal. Irgendwann wieder... Ich wiederhole mich sowieso viel, viel, viel zu oft. In meinem ganzen Leben schon. Ich bin schon gewöhnt, irgendwie alles fünfmal zu sagen. Ich war Felix... Ich schwöre, du tust mir so leid, dass du meine Videos geschnitten hast. Dass du ein Video geschnitten hast. Felix, ne? Mit der Scheiße, die ich laber, mit der muss ich mich die ganze Zeit rumschlagen. Das ist ja der Grund, warum ich eigentlich kaum noch Videos wirklich schneide, weil ich mir das einfach schon gar nicht mehr an... Von der anderen Seite war. Weil ich mir die ganze Scheiße schon gar nicht mehr anhören kann, die ich da laber. Ah, stimmt, wir müssen jetzt den Bestienhorn-Assassinen töten. Weil sonst geht er uns im Dorf auf den Sack. Der taucht nämlich an bestimmten Punkten auf. Im Dorf. Und je mehr wir töten, desto stärker ist der Letzte. Also, wenn wir alle seine Dinger töten, dann müssen wir, glaube ich, den Letzten bekämpfen. Soweit ich weiß. Der Schwächste befindet sich an der Zelle. Soweit ich weiß. Und je mehr wir bekämpfen, desto stärker und so tankiger werden sie. Oh shit. Ich muss da ein Dingens machen. Ich muss dann parieren. Unsere Waffe ist ja viel zu schwach. Wir sind ja noch gar nicht so weit in dem Spiel. Wir sind nicht so weit. Wir müssen parieren. Oder? So, so. Sie wirkt, nichts ändert sich. Das ist die Natur der Menschen. Sorry. Aber ich habe langsam deine Gespräche satt. Und der Jäger hier oben geht mir sonst offen die Nerven. Bardos Zeugnis. Ja, sorry, dass wir uns den Dialog nicht anhören. Und dass ich mir es doch leichter mache, aber... Hey. Ich habe zu Anfang des Let's Plays gesagt, dass ich mir das Leben so leicht wie möglich mache. Hier drinne. Deswegen wir ja auch nicht über 10 Einsicht gehen. Auch wenn später, es gibt glaube ich Items, die kosten später 80 Einsicht. So, jetzt haben wir den Blutvergießer und Bardos Zeugnis. Heißt, die blutverschmierten Sachen finden wir jetzt alle in Fischerdorf. Und dann haben wir, glaube ich, die komplette Bestienkleidung, soweit ich weiß. Ich glaube, das ist dann auch die letzte Waffe, die man bekommt. Mit der Bosswaffe von finalen Boss in DLC. Ach, warum gehe ich hier entlang? Ich habe doch gar nicht den Shortcut offen.
Fun Fact, ich glaube, das ist das Grab von Maria. Soweit ich weiß. Da vorne wäre der Bestienjäger aufgetaucht. Wie man es sieht. Den müssen wir loswerden. Der ist nämlich kacke. Der wird uns gleich sehen. Da unten müssen wir rein. Wenn uns die Hunde... Okay, vergiss es. Also, wir sind gerade durch Planken durchgefallen. Okay. Nein, 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 nein. Wir haben es überlebt, und dann bin ich doch gestorben. Wusstet ihr, dass ich lebensmüde bin? Wusstet ihr, dass ich lebensmüde in diesem Spiel bin? Wunderschöne Aussicht. Das ist... Ich glaube, das ist sogar... Entweder ist das Mond, der Albtraummond oder die Albtraumsonne. Aber ich vermute, dass die Sonne eigentlich und nicht der Mond ist. Obwohl, hier dreht sich in diesem Spiel eigentlich vieles um den Mond. Eigentlich würde es nur Sinn ergeben, wenn das der Mond ist, anstatt die Sonne. In einer, in der Aufnahme, die nicht veröffentlicht wurde, habe ich hier philosophiert, ob es wirklich Leute gibt, die einen Fetisch dafür haben, sich von diesen... die wirklich diese Viecher hier erotisch finden. Ich fange diese Diskussion wieder an. Denkt ihr, es gibt wirklich Leute, die diese Fischviecher hier anziehend finden? Also jeder hat seinen eigenen Kink. Aber ich finde die jetzt nicht gerade ansprechend, sagt der Typ, der Amelia ansprechend fand. What the fuck? Wo kommt die denn her? Der da bewegt sich in 2 Pixel. Pixel FPS.
Der da hat sich, der hier hat sich in 3 FPS bewegt, aber egal. Warum sollte man... Egal. Noms. Joink. Ja, jeder hat seinen eigenen King. So, das wollte ich damit sagen, mit meinem Gesprächsthema. Ich kann mir aber auch vorstellen, dass es Leute gibt, die Gegner hier jetzt finden. Gegner, die hier jetzt auftauchen, anziehen finden. Also diese Schnecken. Das kann ich mir auch vorstellen. Weil, keine Ahnung, ich kann mir... Weil Menschen komisch sind und ich kann mir alles vorstellen. Lass mich mal hier durch. Vor allem, was zum Thema Bloodborne existiert. Die eine da hinten springt jetzt aus ihrer Muschel raus. Weil die Muschel war nicht echt. Da ist noch eine. Es sind sogar noch 2. Das Item einsammeln, beflickte Hose. Da unten liegt der Kadaver des Brutes des Albtraums. What? What? Okay. Das habe ich auch noch nie gesehen. Gut zu wissen, dass sie das können. Hier unten liegt ein Item. Ja. Der verfluchte dreieckige Stein. Oder 4x, 3x-Blutstein, keine Ahnung, wie die heißen. Auf jeden Fall der Verfluchte davon. Großes Wissen eines Weisen. Auf und oben. So. Türchen öffentlich. So, Shortcut offen. Der da tot. Schade eigentlich, dass er gestorben ist. Ist eigentlich ein recht sympathischer Charakter gewesen. Aber ist klar, dass er stirbt, weil in jedem Souls, wer erwartet, dass ein Charakter in einem Souls-Game überlebt, der es
verliebt, der sympathisch ist, der ist auf den Kopf gefallen. Entschuldigung. Ist die Kugel gerade in der Luft abgeprallt? Da ist ein unsichtbarer Jäger gewesen. Ich habe ihn gerade so noch pariert. So. Stufe 8 können wir machen. Dann wo kriegen wir Zwillingsblutsteinscherben? Ja, ich will diese. Ich kann nicht mehr. Ich kann diesen Hammer nicht mehr nutzen. Ich kann den nicht mehr nutzen. Also kopfmäßig kann ich den nicht mehr nutzen. Der ist viel zu schwach. Das Bestienseife ist deutlich besser. Es ist schneller, es ist besser. Für mich. Das ist anstrengend, mit Peitsche zu spielen. Luna, wie konntest du mit Peitsche das Spiel spielen? Oder mit peitschenähnlichen Waffen? Das ist ja übelst anstrengend. So, wir haben jetzt eine halbe Stunde Zeit, das den finalen Boss des Albtraums zu machen. Oder machen wir Ludwig? Machen wir Ludwig oder den finalen Boss des Albtraums? Wenn wir Ludwig jetzt machen, da habe ich was fürs, da habe ich was fürs Thumbnail. Und ich kann dann sagen, dass ich diesen Boss absolut hasse. Oder wir machen jetzt den finalen Boss des Albtraums. Und sage, ja, Ende des Albtraums. Und dabei vergesse ich wieder, dass ich Ludwig machen muss. Wir machen Ludwig. Wir machen im nächsten Part den finalen Boss. Wir widmen ihn, genauso wie Maria, einen eigenen Part, weil ich sehr viel Respekt vor diesem Boss habe. Im Gegensatz zu Ludwig, den ich abgrundtief hasse. So, jetzt suchen wir uns Kleine zusammen, die Feuerresistenz hat. 50 Feuerresistenz, 60 Feuerresistenz, 60 besserer Schutz, auch 60 Feuerresistenz hier irgendwo, auch, und aber weniger Schutz. 100 Feuerresistenz, 140, ...60... ...70... ...90... So, ganz hoch. 60. 80. 90. Wir sehen wunderschön aus. Dieser Moment, wenn man einfach irgendwelche Rüstungen haben, anzieht, einfach nur aus dem Grund, damit man stärker gegen einen Boss gewappnet ist. Zum Teil. Ich hasse den Fick so sehr. Oh, das wird schlimm. Oh Gott. Ich hasse Ludwig. Ich hasse ihn so sehr. Ich hasse Ludwig. Oh, der Weg dorthin. Ich muss gucken. Ludwig kann man nicht schießen. Wir haben parieren, ist auch scheißegal. Okay. Bevor wir versehentlich schießen. Kaboom. Bevor irgendjemand fragt, wieso ich das Movement dieses Jägers auswendig weiß. Ich bin so oft schon diesen Weg hier hochgerannt, um gegen Ludwig zu kämpfen. Standardmäßig überlebt immer einer.
Hier muss mehr rauskommen. Das war perfekt. Let's go, Ludwig. Kanone rausholen. Noch einen Namen und let's go. Hä? What? Muss man Koss erst machen? Vergiss bitte, was ich gemacht habe. Vergiss das bitte. Ach Gott, ist das peinlich. So. Ich weiß nicht, wie viele Stunden, was ihr denkt, wie viele Stunden vergangen sind. Da ist so einige. Auf zum Boss. Weil wir können ja nicht Dingens machen, weil wir. Betet für das gute Blut. Let's go. Ich glaube, die Szene fandet ihr genauso widerlich wie ich. Ein paar Sekunden später. Ja, ja, ich glaube, ich muss die Evelyn benutzen. Diese Aufnahmesession geht erst zu Ende, wenn ich den Boss getötet habe. Here we go! Boah. We'll be right back.
Okay, ich habe den Punkt erreicht in meinem Leben, wo ich keine Lust mehr habe. So. Ich schreibe jetzt einen Kumpel an. Wer jedes Mal irgendwelche Leute umbringt. Ja, Stunlockgun, ne? Du bist auch wie so ein Held, weißt du das eigentlich? Joel? Copyright. Du bist auch so für mich so ein Held. Einfach. Schnuffel. Du kannst sie nicht treffen von der Entfernung aus. Ich mach keinen Schaden. Die ist so krank einfach. Aber die... Die Minigun ist aber eher für PvP, Joel, ne? Weißt du schon? Aber er zieht damit halt die Aggro auf sich drauf. Vom Boss. Ist halt positiv. Aber die bringt halt nichts, wenn du... Das ist so ein schlimmer Boss, ich hasse den so sehr. Ich hasse den. Alter! Das, es ist so schlimm. Der, also, Koss ist der schlimmste Boss von allen. Also, von... Also, selbst Laurenz, ne? Der First VK ist deutlich nicht so schlimm wie Koss jetzt gerade. Und mit Laurenz habe ich immer meine Probleme. Dude! Hör auf zu springen. Ich krieg einfach 40 Nachrichten. Der Joel ist einfach Carry jetzt gerade in diesem Spiel. Also, Joel, wenn ich dich irgendwann mal privat treffe, ne, du kriegst einen Kuss von mir. Weißt du, ne? Warte. So. Ohne Scheiß, Joel. Wenn wir uns irgendwann mal privat treffen, du kriegst einen Kuss. Weißt du das? Das versteht jetzt keiner, ne? Aber, ich schreibe die ganze Zeit so zwischendurch so mit Joel gerade. Also, der Typ, der mir geholfen hat.
können den Albtraum jetzt erschlagen, aber dann kriegen wir 5 Einsicht. Die geben kurz die Einsicht ab. Joel kenne ich halt so privat, ne? Weißt du, das ist ein sehr guter Freund an sich. Bester Dingens, ne? Ist wirklich cool. Mag ich sehr. Freue ich schon darauf, wenn wir uns irgendwann in Real Life treffen. Ist ein richtig cooler Typ an sich. Und, ja, habe ich Bloodborne damals gezeigt gehabt. Der ist. Also humortechnisch übelst ist witziger Typ an sich, ne? Wenn er einen YouTube-Kanal hat, würde ich ihn shoutouten, hat er aber nicht. Mag ich sehr. Ist halt Joel, ne? Ist halt Joel. Einfach ist Joel. Können uns ja mal die Mutter etwas genauer ansehen. Interessant, okay. Danke fürs Zusehen, ciao. Süßes Kind von Goss, zurückgekehrt in den Ozean. Ein bodenloser Fluch, ein bodenloses Meer. Die Akzeptanz von allem, das ist und allem, das sein kann.